Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist der Pujani. Servus. Ja, und wir haben heute den 8. August und am 8. August... Hast du gerade Pujani gesagt? Ja. Das haben meine Eltern immer zu mir gesagt, wenn sie mit mir schimpfen mussten. Ja. Pujani? Pujani, ja, genau. 8. August. Am 8. August haben wir wieder ein Geburtstagskind... Und das ist Jan-Josef Liefers. Kennst du? Ah ja, der mit den Ferrero Rochers. Macht er dafür Werbung, oder? Hat er mal gemacht. Ja, na super. Ja, Schauspieler, Musiker. Bei Musiker muss ich sagen... Bei Schauspieler muss ich sagen... Ja. Also auf jeden Fall hat er heute Geburtstag, 1964 geboren, am 8. August. Aber da können wir gerne überleiten zu deinem Thema für den 8. August, weil... Erstmal herzlichen Glückwunsch, Jan. Jan-Josef. Käse. Jan-Josef Liefers. Käse. Ich bin ein ganz großer Fan von Doppelnamen. Wusstest du das? Von Jan-Josef? Mhm. Nee, grundsätzlich Doppelnamen. Was sind die gängigsten Doppelnamen in Deutschland? Karl-Heinz? Klaus-Dieter? Klaus-Dieter? Dr. Emmett? Und mach weiter. Ja, genau. Ja. 1974, an diesem heutigen Tag, allerdings ein paar Jährchen zurück, kündigt Richard Nixon wegen der Watergate-Affäre seinen Rücktritt an. Watergate ist hier bekannt? Kenne ich. Gut, dann lass mal ein bisschen hören. Da haben Dingens da. Ah, die Zeit läuft. Die Journalisten haben aufgedeckt, dass die Wahl irgendwie. Wie? Was? Die Wahl irgendwie... Sag doch einfach, nein, bitte, lieber Pujan, kannst du mir helfen und mich aus meiner Dummheit erlösen? Dann lassen wir das doch mal Dr. Brausefrosch erklären, meinst du nicht? Gut, probieren wir mal Dr. Brausefrosch. Dr. Brausefrosch! Dr. Brausefrosch, endlich mal wieder bei uns, bei Shoki Banoki Daily. Hallo Sie, lieber Sascha. Dr. Brausefrosch, ich habe eine sehr, sehr wichtige Frage. Ja, bitte. Die Watergate-Affäre, wie war das denn damals? Das ist eine hervorragende Frage. Ich habe keine Ahnung, Sascha. Nein, Spaß beiseite, auch wir Akademiker sind lustig drauf. Watergate, das war tatsächlich so, dass Nixon und seine Partei damals in das Büro der Demokraten, in das Hotelzimmer und Büro der Demokraten eingebrochen sind, um wichtige Informationen zu finden, die Nixon angeblich zu seiner Wiederwahl geholfen hätten. Blöd nur, dass das herausgekommen ist durch eben diese Journalisten, die du eben erwähnt hast. Ich habe es aus dem Off gehört. Und dieser eine Journalist, der das kundgetan hat, der hat ja nicht direkt gesagt, hört mal, ich bin's, und hat sich beim Namen genannt, sondern er hat ein Pseudonym genannt, und zwar Deep Throat. Deep Throat. Tiefer Rachen. Ja. Genau. Und warum Watergate? Das ist eine hervorragende Frage. Dankeschön. Und die werden wir bei der nächsten Sendung begrüßend beantworten. Nee, wer das weiß, warum es Watergate heißt, der schreibt hier unten das in die Kommentare rein, weil das haben wir jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ne? Doch, tatsächlich kann ich es auflösen. Oh. Wollen wir noch ein paar Sekunden lassen? Ja, komm. Das Hotel hieß Watergate. Wo war's? In dem die Republikaner sozusagen in die Räumlichkeiten der Demokraten eingebrochen sind, um da nach... Sagst du das nicht gleich? Warum lässt du es dann irgendwie so offen? Auch wir gescheiten Leute möchten auch möchten einen Spannungsbogen ja, ja, aufbauen, genau, um dann die Bombe platzen zu lassen. Am 8. August... Soll ich noch ein bisschen bleiben? Ja, bleib nur. Am 8. August kam auch ein Film in die Kinos, ein James-Bond-Film. Ah, da bin ich aus. Im Angesicht des Todes, kennst du? Nein. Mit Grace Jones und Roger Moore. Wenn es nicht im Theater als Uraufführung lief, dann kenne ich mich damit nicht aus. Tut mir leid. Ja, genau. Ja, du bist ja mehr in der Oper unterwegs, Dr. Brausefrosch. Mhm. Ja, aber hier, das war, also ich finde, der beste Roger Moore-Film, der jemals gemacht worden ist, also James-Bond-Film. Die anderen waren alle nur Kokolores, finde ich. Jetzt in der Nachsicht. Naja, okay. Genau. Das war der 8. August. Am 8. August haben wir ganz viel gelernt, was es alles gab. Dr. Brausefrosch war wieder vor Ort. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja, ich auch. Cheerio, Miss Sophie. Auf Wiedersehen.